Einen wunderschönen guten Abend hier bei einem neuen Video vom Blaulichtkanal. Natürlich sind wir eurem Wunsch nachgekommen und zeigen euch heute unser altes TLF. Denn ja, in wenigen Wochen wird es endlich soweit sein und unser neues TLF 4000 wird dann hier hinter uns stehen und unser altes Schätzchen, nenne ich mal, wird dann dahin gehen. Demnach wollen wir euch natürlich vorher noch unser altes TLF zeigen, um euch dann auch unser neues TLF zeigen zu können, damit wir quasi einen Vergleich haben. Und wie immer wird der Jan Malde, unser Feuerwehrbeauftragte, das heute in die Hand nehmen, euch unser altes Schätzchen hier zu zeigen. Und dann würde ich sagen, Avi Attacke. Legen wir los. Ja, moin Leute, auch hallo von mir. Ihr seht es ja schon, der Maris hat es eben gesagt, das alte TLF, das war der Wunsch, wir zeigen es euch natürlich sehr gerne. Deswegen würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang rum, legen wir los. Zum Anfang natürlich erstmal ein paar Eckdaten, sage ich mal. Das ist ein TLF 1625. TLF steht natürlich für Tanklöschfahrzeug. 1625, sprich, wir haben 2500 Liter Wasser dabei. Besatzungsmäßig, ihr seht schon, es ist eine etwas größere Kabine. Haben wir hier eine Staffel drauf, sprich 6 Personen. Und was wir hier so an Material dabei haben, ist eigentlich primär für den Brandeinsatz. Klar, wir haben es in einem anderen Video schon gesagt, auf allen Fahrzeugen bei uns haben wir auch einen Rettungssatz mit dabei. So auch auf dem hier, das ist halt aus der alten Zeit geschuldet, wo wir mit dem TLF als zweites Fahrzeug mit auf die Autobahn gefahren sind. Aber es ist so eine Tradition bei uns, dass wir halt hier noch einen mitführen. Wir haben ja schon gesagt, die letzten Minuten dieses Fahrzeugs, beziehungsweise Wochen, wir kriegen natürlich nach einer langen Zeit, wo wir das alle Schätzchen jetzt hier hatten, auch ein neues Fahrzeug. Das neue Fahrzeug wird eine TLF 4000 werden. Die ein oder anderen hatten schon mal in den Kommentaren gefragt, was bekommt ihr denn als Nachfolger? Denn man muss dazu sagen, nach, ich will das nicht lügen, sag ich mal 30 Jahren, was das Fahrzeug jetzt schon auf dem Puckel hat, ist es natürlich irgendwann auch mal in der Verfassung, dass es ausgemustert werden kann bzw. muss, weil sich die Technik verändert. Weil, wie man hier schon sieht, der Tank irgendwann mal tropft wie ein Kieslaster. Und der Verschleiß halt irgendwann da ist. Das ist ganz normal und deswegen bekommen wir ein neues TLF, sprich ein TLF 4000. Das hier hinter uns ist jetzt ein 1625. Ihr merkt, es sind schon Welten dazwischen. Das neue TLF 4000 mit mindestens 4000 Litern Wasser an Bord ist schon ordentlich was dabei. Aber aufgrund, ich nenne es mal, der geänderten Situation, Klimawandel, es wird immer wärmer, die Wälder haben immer weniger Wasser im Boden, müssen wir natürlich auch aufrüsten. Und wir gehen dann halt mit der Zeit und haben jetzt natürlich auch dann ein neues Fahrzeug, was zu uns kommen wird, was auch lange halten muss. Wir wissen, in Zukunft wird es nicht unbedingt wieder kälter, es wird eher wärmer und dann ist sowas natürlich von Vorteil. Aber ich will jetzt auch gar nicht lang groß dazu erzählen, was das Neue alles mit sich bringt, denn aktuell haben wir noch das hier stehen, das wollen wir euch zeigen. Hier unten seht ihr erstmal Saugschläuche. Das ist eins unserer wenigen Fahrzeuge, beziehungsweise das einzigste Fahrzeug, was die Saugschläuche hier in den Trittfächern drin hat. Ist natürlich sehr rückenschonend, weil wir brauchen weder von oben vom Fahrzeug uns die Saugschläuche runtergeben zu lassen, noch irgendwo direkt hinten rauszuziehen auf Kopfhörer oder sowas, da kann auch nichts passieren. Das ist eine sehr angenehme Position, aber halt nur bei dem Fahrzeug hier. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Geräteraum. Traditionell, ihr wisst, drüben ist die 1, hier ist die 2. Wir fangen auf der Fahrzeugführerseite an. Und ihr seht, erstmal ganz schön viel Ausrüstung für Löscheinsatz, Schaummittelkanister, verschiedene Armaturen, sprich Strahlrohre, Stützkrümme, alles noch Mehrzweckstrahlrohre. Oben haben wir Schaumrohre in verschiedenen Ausführungen, vorne C, hier drüben alles in B. Wie so ein Schaumrohr funktioniert mit einem Zumischer und sowas, werden wir noch mal ein extra Video zu machen. Aber auch hier haben wir wieder ein Highlight. Und das ist nicht die neueste Waffe aus Mission Impossible. Nein, das hier ist unser sogenanntes Seifenrohr. Hier haben wir eine Seifenpatrone drin. Sowas haben wir auch schon auf unserem LF. Und die kann man eigentlich bei vielen Sachen einsetzen. Entweder man muss
sag mal, die Straße reinigen zum Beispiel. Oder um eine bessere Durchdringung bei Bränden von Heu oder Ähnlichem zu erzeugen, dass man einfach die Oberflächenspannung aus dem Wasser rausnehmen kann, dass wir unsere Löschmittel tiefer in das Brandgut reinkriegen, können wir Seife nehmen. Ihr seht, es ist schon abgegriffen, aber immer noch funktionsfähig. Ja, dann natürlich groß und gelb, Stromerzeuger haben wir auf jedem Fahrzeug mit dabei, einfach um an der Einsatzstelle unseren Strom zu haben. Aber natürlich dann auch für unseren Lichtmast, der hinten am Fahrzeug verbaut ist, haben wir hier einen Stecker und dann für unser Hydraulikaggregat, das ist schon angeschlossen, haben wir dann den entsprechenden Stecker auch schon hier drin. Ja, nichtsdestotrotz natürlich Hydrantenstock, verschiedene Schlüssel für den Hydranten. Sowas haben wir alles hier auf der Seite mit dabei. Geht's mal weiter. Ihr seht schon, es ist nicht sehr viel drin eigentlich. Wir haben hier ein paar Kabeltrommeln, ein paar Scheinwerfer. Hier oben haben wir unsere Schnittschutzhose mit der entsprechenden Kettensäge, Forsthelm, ganz wichtig Absperrband. Und dann geht es hier schon los. Unseren formstabilen Schnellergriffschlauch auf der Haspel. Relativ viele B-Schläuche, um einfach die Wasserversorgung von diesem Fahrzeug herstellen zu können. Denn man muss sich bei der ganzen Beladung hier bei dem Fahrzeug natürlich aufs Wesentliche konzentrieren. Wir wollen mit dem Fahrzeug Wasser von A nach B bringen, sprich vom Gerätehaus zum Einsatzort oder dann von irgendeiner Saugstelle zum Einsatzort. Denn das Tanklöschfahrzeug ist primär für die Wasserversorgung gedacht. Deswegen haben wir hier natürlich auch viel mehr Zeug für die Wasserversorgung mit dabei. Wie ihr schon seht. Kommen wir mal zum Heck. Zuallererst von außen fällt auf unser Lichtmast. Noch mit 2000 Wattstrahlern. Und dann natürlich unser Pumpenbedienstand. Und ihr seht's, Pumpenbedienstand älterer Bauart. Ein Knopf, ein paar Hebel, optimal zu bedienen. Auch nachts um drei, weil man kennt es einfach mit den ganzen Klickereien auf neueren Fahrzeugen. Egal von welchem Hersteller, es ist immer kompliziert, wenn man nachts um drei herkommt und sich erstmal durch irgendwelche Menüs durchklicken muss. Hier ziehen wir einfach den Hebel bzw. den Schalter und die Pumpe springt an. Wir haben unseren Gashebel, wir haben unsere Abgänge, optimal. So macht das Spaß. Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch hier noch ein bisschen Material dabei. Und ihr seht eigentlich alles, was man so zum Ansaugen braucht. Angefangen beim Sammelstück, über den Saugkorb bis zum Schutzkorb für den Saugkorb, damit wir keine Fremdteile ansaugen und uns die Pumpe versauen. Ja, und ihr seht ja noch ein paar Schläuche, alles, was man halt so für die Wasserförderung braucht. Natürlich wollen wir euch auch die andere Seite nicht vorenthalten. Hier auf der Seite ist es eigentlich ein bisschen unspektakulärer. Wir haben hier oben alte Schaummittelkanister mit Streusalz, deswegen schwarzes S. Wir haben dahinter verschiedene Schilder, um Verkehrsräume zu sichern. Ihr kennt das so, diese üblichen Ölspurschilder oder Achtung-Schilder, solche Sachen haben wir dabei. Wir haben, um diese Schilder aufzustellen, verschiedene Standfüße dabei. Sprich, einmal hier solche Klappböcke. Da kann man die auseinanderklappen, kann so ein Schild draufstellen. Dann haben wir hinter so einer Klappe die bekannten schweren Füße. Verbessert mich mit dem richtigen Fachausdruck. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich kenne den Begriff noch nicht. Dann natürlich die passenden Stangen dazu mit den Halterungen für die entsprechenden Schilder. Eine große Haspel mit C-Schlauch. Denn man sieht es hier,
kaum Fächer für C-Schläuche da. Wir haben eine gewisse Norm, die wir mitnehmen müssen, sprich eine gewisse Anzahl, die in der Norm drinsteht. Haben wir dann hier noch ein bisschen ergänzt mit noch mehr C-Schlauch auf der Haspel. Dann natürlich ganz wichtig, wenn wir eine Saugleitung legen, Kupplungsschlüssel, braucht man immer in ausreichender Menge. Einfach eine kleine Werkzeugkiste mit Handwerkzeug, was man immer mal so gebrauchen kann. Kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Geräteraum. Hier sieht es schon wieder ein bisschen voller aus. Wir haben zwei Verteiler dabei. Wir haben ein Absperrorgan. Ich kann es gerade mal rausnehmen. Damit können wir dann einen B-Schlauch zumachen, wenn wir das vorher eingebaut haben natürlich. Nutzen wir einfach als Absperrorgan zum Beispiel für unseren Werfer. Den haben wir natürlich dann fürs neue TLF schon beschafft. Ihr habt es bestimmt bei Miles in der Instagram-Story schon mal gesehen. Geiles Teil. Ja, was haben wir sonst noch so dabei? Wir haben hier hinten einen Druckbegrenzer. Damit können wir quasi den Druck natürlich erstmal messen, der hier durchkommt, aber dann auch dementsprechend begrenzen, dass vorne nicht zu viel ankommt. Einen kleinen D-Schlauch mit einem D-Mehrzweckstrahlrohr. Tatsächlich hier oben zwei C-Schläuche. Eine große gelbe Kiste. Wofür die ist, kann man sich eigentlich im Leben schon denken. Ist hier auch groß und gelb, hat zwei Schläuche dran. Unser Hydraulikaggregat mit den entsprechenden Rettungsgerät, sprich Spreizer, Schneidgerät. Und in der Kiste, die ihr eben schon gesehen habt, ist dann das ganze Zubehör für Verkehrsunfälle mit dabei, sprich Schwelleraufsätze, Körner, all solche Sachen, was man also im Einsatz dabei bräuchte. Ja, und dann ganz klassisch, wie auf jedem Löschfahrzeug bei uns, haben wir natürlich auch Atemschutzgeräte dabei. Hier vorne zwei in der Kabine, zeigen wir euch später noch. Und die entsprechenden Ersatzflaschen. Da oben nochmal Verkehrskegel und einen Spaten. Machen wir auf dem Dach weiter. Zuerst mal müssen wir natürlich den Verkehr auf der Straße zum Beispiel irgendwo regeln können, beziehungsweise unsere Einsatzstelle absichern können. Dafür haben wir unsere Absperrkegel. Das ist jetzt natürlich eine Umgangssprache. Richtig heißen sie Verkehrsleitkegel. Haben wir hier auf dem Dach in zwei Ausführungen, in einer etwas schwereren und in einer leichteren. Dann, ihr seht es hier hinten schon, Besen, Feuerpatschen. Feuerpatschen aus dem Grund, damit man bei einem Feldbrand zum Beispiel, wo so ein Stopplager oder sowas brennt, man das Feuer quasi auspatschen kann. Denn wie man es so kennt, zum Beispiel mit der Löschdecke, kann man das Feuer damit auch, wenn es in der Entstehung ist, ersticken bzw. ausklopfen, wie so ein Teppichklopfer. Dann geht das weiter mit der großen Kiste. Wie ich schon gesagt hatte, auf jedem unserer Fahrzeuge, was mit auf die Autobahn fährt, haben wir natürlich Bindemittel dabei. In dem Fall dann hier in der großen Kiste auch wieder, wie auf unserem LF, auf dem HLF, auf unserem GWL, Bindemittel in Hülle und Fülle. Ja, was bleibt dann noch zu guter Letzt, was auf einem Löschfahrzeug natürlich nicht fehlen darf? Die Steckleiter. Ihr seht sie hier, die vierteilige Steckleiter. Standardausstattung für ein TLF dieser Bauart. Auf unserem neuen werden wir dann Multifunktionsleiter mitführen. Zwei Stück an der Zahl. Mal gucken, wie sich die dann aufbauen lassen. Habe ich bisher noch keine Erfahrung mit. Ich bin auch sehr gespannt. Das war es eigentlich schon mit dem Dach. Recht unspektakulär. Jetzt sind wir beim Innenraum. Ich würde sagen, ich steige erstmal ein. Ihr seht es hinter mir schon. Holz. Unter mir Holz. Das hier hinten ist natürlich keine Sitzbank. Ich sitze jetzt zwar gerade mal drauf, um euch das zu zeigen, aber tatsächlich, da wir nur eine Staffelbesatzung hier auf dem Fahrzeug haben, brauchen wir auch nicht mehr Sitzplätze, ist quasi dieses Teil hier einfach ein Schrank. Wir können sie gleich mal aufmachen. Ihr seht es, eigentlich auch gar nicht so viel drin.
Ganz wichtig natürlich, wenn wir im Brandeinsatz waren, mit dem Abendschutzgerät, brauchen wir was zu trinken. Verbandskasten, Wagenhebe, viele Decken. Eigentlich recht unspektakulär. Aber halt, was man so im Löschfahrzeug mit dabei haben muss. Ihr seht, ich sitze jetzt hier ein bisschen komfortabler, nicht mehr auf der Holzbank. Denn, wie schon erwähnt, es ist ein Staffelfahrzeug, da brauchen wir halt einfach weniger Sitzplätze. Hinter mir, ihr seht schon, das Atemschutzgerät. Davon haben wir natürlich in der Kabine zwei Stück für den Angriffstrupp. Zwischen den zwei Sitzplätzen haben wir natürlich noch den Sitzplatz für den Wassertrupp. Inklusive dann der passenden Funkgeräte. Wie bei uns Standard sind die Truppfunkgeräte jeweils hier oben an der Antenne gekennzeichnet. Blau für den Wassertrupp, rot für den Angriffstrupp. Würde ich sagen, ich erzähle gar nicht mehr so viel, weil beladungstechnisch, ihr merkt schon, das TLF hat nicht so viel dabei. Machen wir vorne weiter. Wie eben schon erwähnt, ihr seht, jetzt sind wir ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Hier vorne im Führerhaus sitzt natürlich einmal der Einheitsführer, sprich in dem Fall der Staffelführer, mit einer schönen Weste gekennzeichnet und der Maschinist als Fahrer. Von der Beladung hier vorne ist es eigentlich recht unspektakulär. Ihr seht schon, hier haben wir die ganzen Atemschutzmasken gelagert, die kann man sich dann während der Fahrt von hinten greifen. Dann noch ein paar ältere Handlampen, weil wir einfach gesagt haben, auf dem Fahrzeug hier, was als nächstes dann ausgetauscht wird, rentiert sich nicht mehr, irgendwelche Adalid-Lampen, sprich diese Kniekopflampen zu verbauen, weil es einfach innerhalb der nächsten Monate weg ist. Und das hätte ein wenig Sinn gemacht. Dann ein paar Verkehrskellen, Atemschutzüberwachungstafel, Warndreiecke, ein großer Feuerlöscher und natürlich die entsprechenden Handfunkgeräte. Bei uns in dem Fall ganz wichtig die digitalen Handfunkgeräte, weil das digitale Fahrzeugfunkgerät haben wir schon ausgebaut. Weil das jetzt schon zum Hersteller geschickt wurde für das neue TLF, müssen wir momentan auch unsere TMO-Gruppe, sprich die, ich nenne es mal Kreisgruppe, über das Handfunkgerät schalten, sprich das HRT Handheld Radio Terminal. Klingt ganz geil, ist halt vom Begriff her jetzt neuerdings so gekommen. Ihr seht, ich sitze momentan jetzt hier auf dem Maschinistenplatz. Es fühlt sich an wie so ein alter Busfahrer, denn es ist mal wirklich rustikale Arbeit. Riesenlenkrad, keine Servolenkung. Keine Anschnallgurte, ihr merkt, ziemlich altes Auto. Vor allen Dingen auch hier die großen Knöpfe. Ist schon alles sehr oldschool. Deswegen, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, es ist ganz gut, dass das neue Fahrzeug bald kommt. Ihr habt jetzt die alte Lady gesehen. Soll ich mal das Baujahr verraten? 1985. Das ganze Fahrzeug ist 34 Jahre alt. Seitdem auch bei uns hier an der Feuerwache. Und man muss sagen, für das Alter echt gut gehalten. Klar, beladungstechnisch ist es nicht ganz so viel wie auf unseren anderen Fahrzeugen. Aber man muss sich halt immer vor Augen führen, für was brauche ich das Fahrzeug überhaupt. Das ist ein reines Löschfahrzeug für den Wassertransport bzw. auch nochmal für den Löschangriff gedacht. Das ist jetzt nicht groß für die technische Hilfeleistung bei uns vorgesehen. Dafür haben wir unser HLF, unser LF, unseren GWL. Und ich denke, für den Job, für den es gebraucht wird, ist es immer noch sehr gut ausgestattet. Und hat uns jahrelang gute Dienste geleistet. Ich bin gespannt auf das, was jetzt kommt. Aber natürlich nehmen wir euch auch noch dafür mit. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich melde mich ab. So viel zu unserem alten TLF. Seid auf jeden Fall gespannt auf unser neues TLF. Ich kann euch sagen, es wird ziemlich geil werden. Wir werden es euch dann umgehend zeigen, sobald es da ist. Das war's für heute. Denkt natürlich wie immer zu kommentieren, zu liken, auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, damit ihr kein Video verpasst. So viel für diese Woche. Nächsten Sonntag geht's dann weiter. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.